Und auch später für unsere Kühe. Alles klar. So, wir haben zwei Soldaten verloren. Sollte aber nicht so schlimm sein. Die Wölfe sind wir jedenfalls los. Stein kommt rein, damit wir die Burg später ausbauen können. Ihr habt unser Getreide gefunden. Die Wölfe müssen die Feiglinge zurück nach Sedir gejagt haben. Wenn nur unsere Krieger hier wären. Seid auf der Hut! Normalerweise beliefert uns das Dorf jenseits des Flusses mit Nahrung. Doch dieses Jahr haben sie selbst nicht genug. Jawohl! Könnt ihr uns beistehen und Brot für uns machen? Dafür müssten wir das Dorf ja erstmal entdeckt haben. Verstanden! Wahrscheinlich sind, haben die Spielentwickler da auch wieder was vergessen. Schon unterwegs! Na gut, entdecken wir mal das Dörfchen. Das heißt, wenn... Verstanden! Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Die Weizenlieferung geht jetzt ja an uns, weil wir sie irgendwie beschlagnahmt haben, weil wir sie ja gefunden haben. Das Leben ist hart hier im frostklirrenden Norden. Der Winter kam früh dieses Jahr. Und nun können unsere Schiffe nicht mit den Vorräten nach Hause segeln. Jetzt hat ein Gewitter auch noch unsere Schafe verjagt. Wir könnten etwas Hilfe gebrauchen. Findet die Schafe, dann werden sie zu ihren Weiden zurückkehren. Euer Pferd sieht kräftig aus. Das sollte euch doch ein leichtes sein. Hey, sofort! Seht, Schafe! Es sind sicher noch mehr in der Nähe. Jawohl! Jawohl! Seht! Schafe! Es sind sicher noch mehr in der Nähe. So, wir müssen sie zum Glück nur finden. Verstanden! Dann gehen sie von selber zurück. Jawohl! So, Weizen ist da, das heißt... Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Das heißt, wir können uns einen Bäcker leisten. Den platziere ich mal hier. Schon unterwegs! Gucken wir mal, sind hier auch Schafe? Da! Hey! Schon unterwegs! Hey! Verstanden! Seht! Schafe! Es sind sicher noch mehr in der Nähe. Schon unterwegs! Elias sagt das viel lustiger übrigens. Der sagt das ziemlich langgezogen. Seht! Schafe! Wie ihr wünscht! Oh ja, und dem Bäcker nicht verbieten wir es erst einmal. Alles klar! Hier ist ein Hügelgrab, okay. Schafe. Alles klar! Und da sind noch Schafe. Sofort! Seht! Schafe! Es sind sicher noch mehr in der Nähe. Alles klar! So, gucken wir mal, was noch auf diesem Stückchen Land ist. Verstanden! Nichts mehr, okay. Jawohl! Auf euren Befehl! Seht! Schafe! Es sind sicher noch mehr in der Nähe! Auf euren Befehl! Das Lagerhaus ist frei!
vorbei. Da sind noch Schafe. Seht, Schafe. Es sind sicher noch mehr in der Nähe. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Gut, jetzt nehmen wir mal das Territorium ein und bauen die Burg schon mal aus, wenn ich sie finden würde. Hier hin. So, Burg ausbauen. Für Territorium einnehmen. Fehlt uns jetzt das Geld. Doof. Verstanden! Kann ein bisschen Geld machen, indem ich ein bisschen Holz verkaufe. Ein Karren wurde ausgesandt. Hurra! Unsere Schafe sind wieder auf ihren Weiden. Nun können wir euch welche verkaufen, falls ihr möchtet. Normalerweise bekommen wir aus dem anderen Dorf Kleidung im Tausch gegen unsere Waren. Doch in diesem Jahr können wir nicht einmal genug für uns selbst produzieren. Echte Narlindir spüren die Kälte nicht. Aber einige von uns würden sich trotzdem über warme Wollkleidung freuen. So, die Burg ist schon mal ausgebaut. Wir haben Holz weggebracht zum Verkauf. Da kommt auch schon das Geld dafür an. Leute zur Messe locken. Auch wenn wir jetzt nicht gerade viele Leute auf die Sitzplätze kriegen. Und ja, das kann jetzt eine Weile dauern, bis wir erstmal das Territorium eingenommen haben. So, da ist Geld aus dem Handel gekommen. Da kommt eine kleine Almose aus der Kirche. Ich bringe die Kollekte zur Burg. Ja, weil mit der Kollekte können wir dann hier den Außenposten bauen. Um ans Eisen zu kommen. Schon unterwegs! Wie ihr wünscht! Hi! Als nächstes dann noch den Sektor und dann sollten wir genug Sektoren eigentlich haben. Achso, der gehört mir ja noch nicht. Wobei ist die Frage. Der hier hat keine Kühe. Ist schon mal blöd. Schon unterwegs! Der müsste Kühe haben.
Ja, hier hätten wir 3 Kühe. Wie ihr wünscht. Und ja, dadurch, dass Dauerwinter ist, dürfte die Kuhfarm eh ein bisschen besser produzieren können. Also eine Käserei dürften wir uns leisten können. Vor allem, wenn wir die Kuhfarm in der Nähe der Stadt errichten. Hier gibt es leider keine Kühe. Wie ihr wünscht. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ja, das ist schön. Denn wir brauchen den Eisen, den es hier gibt. So. Schon unterwegs. Dann schicken wir dich mal nach Hause. Und schicken auch gleich mal das Brot los. Ein Karren wurde ausgesandt. Und ja, wie viel kostet eine eurer Schafsfedern? Das ist die gute Frage. Muss ich wirklich erwähnen, dass meine Dienste für euch auch entlohnt werden sollten? Du bist ja gerade auf dem Weg zurück. Meine Güte, ich hab mal dich um. Mit einem Lied auf den Lippen werde ich für euch in die Schlacht reiten. Auf euren Befehl! So, die Steuereintreiber und das Geld. Alles klar! Wir kaufen Schafe. So. Das Lagerhaus sollten wir dann als nächstes ausbauen. Ach ja, euch können wir jetzt mal erlauben, hier zu Verzehr freizugeben. Das Lagerhaus ist alles voll. Klar. Okay, die zweite Schafsherde können wir uns gerade nicht leisten. Können aber wieder. Ein Karren wurde ausgesandt. Bisschen was verkaufen. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. So, jetzt können wir eine zweite Herde und dann noch eine dritte Herde. Jawohl! Schon unterwegs! Auf euren Befehl! Und hier ist irgendwie die Wegfindung ein bisschen doof. Danke für die Nahrung. Ihr scheint euch unserem rauen Klima schnell angepasst zu haben. Ja, jetzt müssen wir die Kleidung für die anderen noch herstellen. Auf euren Befehl! So, Eisen wird jetzt auch schon mal produziert. Es kommt auch noch ein bisschen Geld rein. Vielleicht für eine dritte Schafsherde? Ah, nicht ganz. Müssen wir, glaube ich, mal wieder die Kollekte mit einbeziehen.
Ja, als nächstes müssen wir das Lagerhaus ausbauen und dann können wir hier das Gebiet hier einnehmen. Jawohl! Muss mich aber wirklich mal umgucken, ob es nicht noch irgendwo Kühe geben könnte. Dass ich nicht nur mit den drei Kühen da leben muss.